Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Machinarium. Wir spielen jetzt weiter, aber für mich ist es ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, vielleicht so eine Woche, dass ich das nicht mehr gespielt habe. Aber wir haben jetzt dieses Ding hier und jetzt ist die Frage, was wir damit anstellen. Also hier ist eine Schneeflocke drauf. Kann ich das eventuell einfrieren und... Okay, Joseph macht das schon. Wunderbar, Joseph. Wundervoll. Okay. Also, ihr nimmt einen Hammer. Ah, jetzt. Schlag die Scheiße aus ihm raus! Okay, das wär's dann. Wirklich, so einfach war es. Ah, ja, wir können jetzt deine Frau retten, die, wie wir wissen, überhaupt keinen Namen hat oder was weiß ich. Okay, aufmachen. Und der Schlüssel. Hallo, ja, zusammen losgehen. Okay, und jetzt? Hallo. Hallo? Hey du. Sag mir, was ich tun soll. Also, mit dir kann ich nicht interagieren irgendwie. Nein, 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 nicht nach da. Hallo. Komm, lass uns nach draußen gehen. Nach draußen. Werden wir jetzt damit wegfliegen, oder? Hallo. Nix da? Okay. Also, muss ich jetzt diesen, das dann machen? Okay. Da steht 7.0 durch. Was soll das denn heißen? Steht hier irgendwo die Antwort? Oder? Okay, warte mal, wir wollen mal nach oben gehen. Weil bis jetzt sehe ich nicht, wo wir. Na, na, warte. Oder steht es hier irgendwo? Ein Stern oder? Es ist die Frage, wie kriege ich den Code heraus? Oh. Warte, das war das mit dem. Hier kann man drauf drücken, aber das habe ich ja schon gemacht. Ja, raus. Okay. Sonst hier irgendwas? Also ihm scheint es ja wieder gut zu gehen, das freut mich ja für ihn. Hey, Lady, hast du für mich irgendeine Art Tipp oder... Also, gut. Terroristen sind beseitigt, Bombe ist beseitigt, Freundin habe ich wieder gerettet. Also ich denke schon, das ist das Ende des Spiels, oder? Was denn? Na, die will dir auch nicht helfen, was du hier zu tun hast, oder? Ich weiß hier nicht. Joseph, was ist denn dein Plan? Hier ist das Ding. Hier steht 7.0 durch 108. Okay. Und das ist ja ne, okay, ich rechne das jetzt aus. Ich kann es nicht im Kopf, aber okay. 7 Punkt. Wieso schreibe ich nicht einfach 7? 108. Okay, 7 durch 108. Okay. Das bringt mir irgendwie überhaupt nichts. Zumindest habe ich nicht so das Gefühl. Ich drücke einfach rum und hoffe, dass ich irgendwas Richtiges mache. Okay. Was ist denn hier bitte schön? Okay. So, wir machen das jetzt so. Ich schaue mich jetzt noch etwas um. Und der Part wird sowieso, wenn das das Ende ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Part allzu lang wird. Deswegen schauen wir uns noch ein bisschen in der Stadt um, wegen Nostalgiegefühle und so. Vielleicht muss ich sie ja auch irgendwo hinbringen, damit sie mir das... Joseph möchte nicht. Also muss die Lösung ja hier drin sein. Oder etwa nicht. Steht's hier? Ah, es macht die Geräusche. Also, okay, ich verstehe. Okay, das war bei 108. Okay, nochmal.
Hier hört man's. Okay, nochmal bitte. Oh Mann. Okay, warte, wie soll ich das beschreiben? Ich nehme mir mal Kugelschreiber. Oder? Ich habe keinen Kugelschreiber mehr. Was soll denn das? Okay, dann nehme ich dich halt. Folienstift muss reichen. Okay, nochmal. Okay, jetzt haben wir dieses Büb. Okay, das ist dieses Bö-bö-bö-bö-bö-bö. Okay. Okay, probieren wir nochmal aus. Ich weiß ja, wie es klingt. Also, nochmal hier. Los, nein, Joseph, hier hin. Ich weiß, deine Freundin ist sexy, aber du möchtest sie jetzt nicht gerade befummeln. Okay. Nö. So. Bö-bö. Nee. Ja, das ist der hohe Ton. Nee. Ich muss nochmal anhören. Ich kann mir Geräusche nicht gut merken. Es geht länger als gedacht. Kann ich mir nicht einfach die Reihenfolge aufschreiben? Anstatt einfach so vom Gehör her. Anstatt einfach hier irgendwie die Reihenfolge. Das ist wieder so eine kleine Verzögerung. Das muss. Okay, nochmal. Nochmal da anfangen. Okay. Okay, das passt. Okay. Nee. Erstmal tiefer Ton, dann hoher Ton, dann düdü, dann nochmal hoher Ton und dann nochmal düdü. Nee. Okay, nochmal. Nee. Ja, doch. Nee. Oder andersrum. Perfekt. Ah, oh, danke. Wieso steht da eigentlich 7,0 durch, was weiß ich? Und musst du was dann machen, oder? Hä? Was ist denn? Hä? Okay. Muss ich dann sofort da schnell wieder hingehen, oder muss ich sie irgendwie dazu animieren, irgendwas zu machen? Okay, nochmal. Nee. Na los, mach was. Oh, gut gemacht. Wunderschön. Jetzt können wir hoch. Ja. Komm, Kleines. Wir haben es geschafft. Ich schau dir auch nicht unter den Rock. Ich glaube nicht mal, dass du sowas hast. Aber wohin wollen wir denn gehen? Zu einer besseren Welt? Oder? Hm? Okay. Ihr fliegt nun davon. Wollt Roboterbabys machen? Tschüss. Oh. Ich hab noch die Dingsies dabei. Ach, das war's. Oh. Die kleinen Roboterchen. Oh, was war das denn? Es ist so ein unschuldiges Spiel. So richtig. Es fängt an mitten. Es ist so eine unschuldige Geschichte. Obwohl, Bombenanschlag ist nicht unschuldig. Amanita Design. Copyright 2009. Oh, Joseph. Oh, die andere. Joseph und Josephine. So, perfekt. Vielleicht sind es auch Geschwister. Kann ja auch sein, weil die haben zusammen bei ihrem großen Hirnonkel gelebt, der irgendwie die Stadtzentrale war. War's das? Ist das das Letzte, was ich sehen werde? Yes, I'll write it. Ah, kann ich anscheinend nicht. Ist das das? Ist es das gewesen? Anscheinend ist es das gewesen. Wow. Also, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, okay, Joseph hat das erreicht, was er wollte, aber die letzte Aktion? Er fliegt mit seiner Freundin oder seiner Schwester oder was auch immer das sein soll.
Vielleicht aus seine Mami, fliegt er davon und die stürzen dann ab und werden von den kleinen Robotern aufgefangen. Wahrscheinlich wollten sie nur einen Stadtrundflug machen, so wie früher. Kann ja auch sein. Aber schön. Joseph hat jetzt seine Freundin gerettet, die Stadt gerettet und seinen großen Opa, Supercomputer-Onkel. Und ja, alle sind happy. Also, okay, ich werde jetzt mein Resümee dazu abgeben. Also von den Rätseln her war es auf jeden Fall machbar. Manche waren auch manche waren einfach nur dazu konzipiert, um das Spiel etwas in die Länge zu ziehen, wie man das auch beim letzten Rätsel gemerkt hat, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ich bin nun nicht jemand, der sich gewisse Töne in einer bestimmten Reihenfolge gut merken kann. Wie es bei anderen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, ja. So ein schönes kleines Spielchen, hat auch nicht allzu lange gedauert. Ich glaube, ich saß jetzt so 6, 7 Stunden oder 5, ich weiß nicht. Ungefähr so in dem Zeitraum saß ich jetzt dran und ja. Also, jemand wie mich, also der schon Erfahrung mit Point-and-Click-Adventures hat, war das jetzt eine nette Herausforderung, aber jetzt auch nicht zu schwierig. Es hatte seinen kleinen Steampunk-mäßigen Charme und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank an diejenigen, die sich meinen Scheiß geben. Ja, Dankeschön. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Projekt, falls ich eins mache, wer weiß. Naja, wir werden mal sehen. Ich denke schon. Ja. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und ja, macht's gut. Tschüss.